Nächster Morgen und ich habe einfach Muskelkater des Grauens. Mir tut hier der Arm weh, mir tut mein ganzes Bein weh, mir tut mein seitlich unterm Po mein Bein weh. Wir stehen hier mal wieder an der Drehbrücke und Uni geht jetzt einfach zur Kirche. Ja, wir stehen hier schon seit 20 Minuten. Und normal macht die immer um 20 auf, aber anscheinend ist irgendwas passiert, denn da war auch gerade Rettungswagen und so ein Zeug. Wir haben jetzt schon 40. Das hier ist die Stadtkirche von Malchow. Und das hier ist ein Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Deutsch-Französischen Kriegs. Irgendwann hat die Drehbrücke dann doch aufgemacht und es ging für uns aufs Boot. Aber die Ente, die liegt da einfach auf dem Boot. Süß. Wir fahren jetzt tanken. Fertig getankt. Von Bootsicht aus Malchow. Wir fahren jetzt über die Drehbrücke von Malchow. Da waren wir nämlich direkt am ersten Tag. Da vorne haben wir was gegessen und hier gehen wir jetzt gleich auf die Drehbrücke. Da vorne haben wir nämlich was gegessen und da fahren wir gleich durch. Und die Brücke geht auf und jetzt können wir gleich alle durchfahren. Tschüsschen, Brücke! Das hier ist übrigens die Autobahnbrücke in Richtung Rostock. Das ist so cool einfach nur. Hier sind wir gerade auf dem Peterssee, Petersdorfer See oder sowas und fahren zum Plauer See. Überlegt mal, das sind alles so Seenplatten. Und man kann hier ewig fahren auf Seen und man fährt die ganze Zeit auf ganz vielen verschiedenen Seen. Das ist so cool und so super interessant einfach. Wir haben uns jetzt hier die Lilo-Flasche gemacht und die Lulu chillt schon, Chico chillt bei mir und wir fahren jetzt weiter. Weiter geht's! Ich habe mir jetzt mal einen Pulli angezogen, weil ich bin ja ein bisschen erkältet. Wir sind hier alles groß geraten. Hier ist eine offen, hier seht ihr es. Eine richtige Garage, wie funny. Boot und alle möglichen Sachen sind da noch drin. Da ist wieder ein Blitzer! Blitzer! Blitzer!
mein Gott, Leute, da in dem Baum, da war irgendwie ein Blitzer drin. Neun stand da. Oh oh. Leute, wir haben gedacht, das ist eine Leitplanke. Oh oh, das war ein Blitzer. Einfach da. Bei Lulu ist so eine Schwanzflosse sogar hier in der Wand. Voll süß einfach nur. Es war nur leider ausverkauft, deshalb haben wir für Chico eine ganz normale geholt. Die ist sogar so ein bisschen zu klein. Aber es war die letzte Größe, die wir hatten. Also die ist noch angeboten wurde, im Internet sogar. Voll krass, ey. Deshalb Hauptsache er hat eine Warnweste an, für den Anfang zumindest. Aber die war voll süß mit so einer Schwanzflosse. Leute, wir haben nur noch 10 Minuten bis zur Brücke. Ich hoffe einfach nur, dass wir das noch schaffen. Über diese Drehbrücke drüber. Jetzt müssen wir eine Stunde warten. Und das ist sogar die letzte. Dass sie sich heute das letzte Mal drehen, dann haben wir ein richtiges Problem. Die Brücke geht auf! Die ersten fahren schon mal durch. Und wir haben es geschafft. Fahren jetzt durch die Brücke durch. Das Rathaus von Malcho und hier sind so wunderschöne kleine Mini-Springbrunnen. Voll süß. Und da vorne ist irgendwo eine Bäckerei. Da gehe ich jetzt nämlich rein. Hol mir Frühstück. Übrigens sah das Rathaus nicht immer so aus, sondern 1920 sah es so aus und 1940 sah es so aus. Das hier ist das wunderschöne Kloster von Malcho. Hoffentlich hat euch dieser Bootsfamilienurlaub auch so gut gefallen, wie er uns gefallen hat. Es freut mich wirklich immer, euch daran teilnehmen zu lassen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Ciao, ciao!